günstige und sichere FIFA-Coins, checkt gerne meinen Sponsor IG voll ab. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit jeder Bestellung mit dem Rabattcode FIFA-Gaming noch 8% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die ist natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich damit kaufen unterstützt. Ihr seid die Besten. Leute, das Team of the Season steht vor der Tür. Bald geht es los und wir machen heute eine Lionel Messi Team of the Season bei For Sky Prediction. Ihr seht schon im Hintergrund, wir haben die 96er-Karte von Lionel Messi am Start und ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, Leute? Kriegt Messi für ein Rating bei seiner Team of the Season Karte? Sein Team of the Year hat ja 98. Ich würde Messi persönlich mindestens 99 geben. Also er braucht eigentlich ein 99er Team of the Season. Ist es ja meistens so, dass die Team of the Years die besten sind. Aber in FIFA 16 war das Ganze auch schon so. Da hatte Ronaldo eine 98er Team of the Year Karte und er hat dann eine 99er Team of the Season bekommen. Deswegen, die können auch teilweise besser sein. Aber schreibt jetzt gerne eure Tipps in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und schreibt natürlich auch in die Kommentare, mit welchem Spieler wollt ihr das beim nächsten Mal sehen? Vielleicht mit Ronaldo, vielleicht mit Lewandowski, vielleicht mit Batshuayi, Suarez, keine Ahnung, haut es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Neymar vielleicht. Es gibt einige Spieler, die noch ausstehen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn euch diese Team of the Season Prediction gefällt und ihr das Ganze, wie gesagt, noch mit weiteren Spielern sehen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir die 2222 Likes packen würden. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. So verpasst ihr kein Video mehr. Alle Hashtag Tots in die Kommentare, wenn ihr euch genauso wie ich auf das Team of the Season freut. Ich zeige euch ja jetzt mal, wie das Ganze kurz klappt. Und zwar blende ich euch mal hier eine mögliche Team of the Season Prediction ein und wir nehmen heute nur Spieler mit, die einen Team of the Season höchstwahrscheinlich bekommen werden. So, wir haben das Ganze jetzt nochmal auf eine 4-4-2-Formation geändert, denn ich will hier noch einen zweiten Stürmer haben, denn es gibt Suarez, es gibt Griezmann, die hundertprozentig eine Team of the Season Karte bekommen werden. Wir fangen aber mal an im Mittelfeld und ich habe euch ja am Anfang die Team of the Season Prediction eingeblendet. Spult gerne sonst nochmal zurück, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, aber wir fangen jetzt an im Mittelfeld. Cuadrado gibt es im Mittelfeld, Paulinho haben viele im Mittelfeld am Start. Ich würde wahrscheinlich auch noch irgendwie so Isco oder Asensio mit reinwählen. Und ja, wahrscheinlich, das Ding ist, Toni Kroos und Modric sind fast in keinen Predictions drin. Toni Kroos würde ich vielleicht noch mit reinnehmen, aber ja, Modric war wirklich nicht gut drauf die Saison. Wir schauen einfach mal, wer der erste Mittelfeldspieler wird. Isco ist es. Okay, ja, die Frage ist jetzt, Isco spielt eigentlich eine absolut kranke Saison. Und auch letztens mit der Nationalmannschaft war der absolut heftig drauf. Isco sehen jetzt nicht so viele im Team of the Season. Ich persönlich würde Isco ins Tots wählen. Was meint ihr? Hashtag Isco in die Kommentare. Hat er letztes Jahr auch ein Team of the Season 95er rated. Absolut heftig. Deswegen holen wir Isco. So, da ist Isco 135.000. Der erste mögliche Team of the Season, Leute. Checkt jetzt gerne noch meinen Shop aus. Falls ihr noch was holen wollt, Leute, ihr wisst es, die bunten Eishoodies gibt es in Schwarz, gibt es natürlich auch in Weiß und noch viele weitere Sachen wie die Camouflage-Hoodies in allen vier Farben. Rot, Blau, Grün und natürlich auch hier in Orange. Gerne abchecken. Link zu meinem Shop ist oben in der Beschreibung. Wie immer gibt es zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte dazu. Von mir natürlich persönlich unterschrieben. Und weiterhin läuft die Aktion mit den 5 Limitierten, wo hinten ein Smiley und eine E-Mail-Adresse draufstehen. Wenn ihr eine dieser 5 Autogrammkarten zufällig bei eurer Bestellung dabei habt, meldet euch bei der E-Mail-Adresse und ich schicke euch dann auf meinen Nacken natürlich, Leute, gratis ein Paket zu aus meinem Shop mit T-Shirt, Nice Hoodie und Turmbeutel. Größe und Farbe könnt ihr euch dann natürlich aussuchen. Also checkt meinen Shop aus, falls ihr euch das holen wollt. Link ist oben in der Beschreibung und ja, viel Glück. Vielleicht habt ihr eine dieser Autogrammkarten am Start. Dann machen wir weiter. Rechtsverteidiger würde ich sagen. Ja, Rechtsverteidiger gibt es nur 2 mögliche Rechtsverteidiger. Das ist einmal Sergio Roberto und Odriozola. Der hat eine verdammt gute Saison gespielt, hat sogar ein Upgrade bekommen. Aber wir schauen mal, wer es von beiden wird. Let's go! Und es wird... Ach, wir haben gar nicht La Liga gesucht. Ja, so können wir es auch machen. Läuft bei uns. Okay, so. Jetzt aber. La Liga, es wird... Semedo Cabajal Fresialco. Würde ich vielleicht auch sogar ein Team of the Season geben. Hat auch eine richtig gute Saison gespielt. Hat ja auch schon 2 Informs bekommen. Also würde ich sagen, nehmen wir Fresialco, Leute. Was meint ihr? Ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein Tots bekommen wird. Ah, wie gesagt, ist halt die Frage. Sergio Roberto steht noch aus und dieser... Der Odriozola. Also 3 Stück werden natürlich nicht am Start sein hinterher, aber ja, 2 natürlich. Das ist halt die Frage. Wer wird es werden? Sergio Roberto und Fresialco oder Sergio Roberto und Odriozola oder vielleicht Fresialco und Odriozola? Also, wir nehmen den Kollegen Fresialco mit. Das war der erste Spieler. Welche Version? 82er.
Nehmen wir hier für 34. So, also das mögliche La Liga Team of the Season nimmt so langsam Gestalt an. Wir kommen auf die Innenverteidigerposition. Umtiti, Llorente, die beiden haben viele als Startelf gewählt. Für mich ist Nacho auf jeden Fall noch mindestens im Team of the Season, eigentlich auch in der Startelf, mindestens auf der Bank. Also Nacho Fernandes hat ja auch schon 3 Informs oder so. Es wird Llorente. Okay, der erste ist hier Llorente. Nigo Martinez und Varane haben jetzt keine absolut kranke Saison gespielt. Von daher denke ich mal, die werden eher keinen bekommen. Aber Llorente habe ich sogar im Verein, das weiß ich. Und da ist er auch schon. Er hat echt gute Saison gespielt. Er hat ja nicht umsonst hier auch eine Team of the Group Stage Card. Wir gehen mal auf die linke Seite. Und auf der linken Seite gibt es 3 mögliche Spieler. Das ist einmal, nee, 4 glaube ich sogar. Einmal Guedes. Dann natürlich Cristiano Ronaldo, dann Asensio und Sisto. Sisto hat auch eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Und wir schauen einfach mal, wer es von diesen 4 Kollegen wird. Es ist Asensio, habe ich mir schon gedacht, Mann. Guedes wäre sogar auch gewesen. Hat auch einen heftigen Inform. 2 hat der mittlerweile schon, hier der 83er. Krass. Aber okay, es wird Asensio. Nehmen wir direkt hier für 50.000 mit. Geht klar, der wird auch, der muss einen bekommen. Der Typ ist eh für mich der krasseste Spanier zurzeit. Oder mit Isco wahrscheinlich. So, wir kommen zum Torhüter und wir brauchen uns nicht drüber streiten, Leute. Torhüter wird natürlich ganz klar die Nummer 1. Ter Stegen, letztes Jahr auch schon Tots gehabt. Dieses Jahr wird er auch einen bekommen und wird natürlich auch in der Startelf stehen. Ich denke mal, zweiter Torwart wird wie letztes Jahr auch schon wieder Oblak am Start sein. Wir schauen mal, wer unser Torhüter wird. Asensio und Ter Stegen. Okay, es ist Ter Stegen geworden, obwohl ich sagen muss, Asensio könnte eventuell auch ins Team of the Season kommen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir Ter Stegen mit. Das ist hier schon der wahrscheinlichste Tots. 135.000, 88er Ter Stegen ist, glaube ich, ist das die höchste Version, oder? Ich glaube, es gibt noch einen 89er, oder? Ja, 89er, boah, wäre noch mal krass. Aber okay, wir nehmen den 88er, ist auch in Ordnung. Weiter geht es im rechten Mittelfeld. Und auf der rechten Seite wird natürlich klar die Nummer 1 Lionel Messi sein. Als zweiter Ersatzspieler könnte ich mir vorstellen, da gibt es 2 mögliche. Zum einen Sanabria hat gut gespielt und Vaz. Der hat auch richtig gut gespielt. Hat auch schon, glaube ich, 3 Informs oder so. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wer es wird. Sarabia ist der erste, habe ich eben Sanabria gesagt. Sarabia. Sanabria ist ein anderer, ist der Stürmer. Und Vaz ist hier sogar auch noch. Okay, also die beiden werden, denke ich mal, einen Tots bekommen. Beziehungsweise einer von beiden. Die Frage ist jetzt, wer ist wahrscheinlicher? Ich würde schon fast sagen Vaz, weil der hat 3 Informs schon mittlerweile bekommen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir den Kollegen Vaz mit. Also klar, Messi wird in der Startelf stehen, aber Vaz wird, denke ich mal, dann auf der Bank sitzen. Wir kommen zum Stürmer und da gibt es auch einige Optionen. Wie gesagt, Luis Suarez, Griezmann, Simone Sassa und Bakambu. Die sehen auch einige in der, im Team of the Season. Und Sassa spielt echt eine gute Saison. Und Bakambu auch. Wir schauen einfach mal, wer es wird. Come on, bitte Suarez. Aspas. Aspas sehen auch viele am Start. Den habe ich vergessen, ihm aufzuzählen. Boah, da hinten wäre Griezmann gewesen und Bakambu. Aber Aspas ist der erste Spieler, der hier am Start ist. Und deswegen nehmen wir ihn mit. Aspas wird, denke ich mal, dieses Jahr auch wieder einen Tots bekommen. Der letztes Jahr auch, glaube ich, was war das? Ein 91er oder so. Absolut krank. Und er wird auch dieses Jahr wieder einen bekommen, weil er auch wieder eine richtig gute Saison spielt. Hat auch, glaube ich, schon 2 Informs bekommen, ne? Ja, 2 Informs hat er bekommen, also ein Upgrade hat er auch bekommen in der Sommerpause. Aber wir hatten den 85er, okay, das heißt, wir nehmen auch den 85er mit. 3 Spieler noch, dann ist unser mögliches La Liga Team of the Season vollständig. Wir kommen ins Mittelfeld. Paulinho steht jetzt hier, wie gesagt, noch aus. Cuadrado, den sehen auch viele im Team of the Season. Und Parejo könnte ich mir auch vorstellen. Toni Kroos höchstwahrscheinlich auch. Also da gibt es einige Optionen. Wir schauen mal, wer hier der Erste sein wird. Ab geht's. Und der erste ist Isco. Ja, Isco haben wir schon. Parejo. Okay, Parejo wäre hier der nächstmögliche Spieler. Hat schon 2 Informs bekommen. War jetzt nicht in so vielen Predictions drin. Aber ich finde, der hat sich ein Team of the Season verdient. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es kann sein, dass er auch letztes Jahr einen hatte. Es gab 2 Mittelfeldspieler, die waren beide komplett langsam. Ich weiß nicht, ob der eine von beiden Parejo war. Ich weiß nicht mehr, wie die beiden hießen. Aber für mich gehört Parejo eigentlich ins Team of the Season und deswegen nehmen wir den auch mit als 87er. Hat ja auch ein heftiges Upgrade bekommen in der Winterpause, also hätte er sich schon verdient gehabt. Ganz ehrlich, 87er. Wie teuer? Boah, das ist schon nicht so billig, ne? 60.000? Ja, hier 51 nehmen wir den. Wir kommen zu den letzten 2 Spielern und natürlich, Leute, Innenverteidiger Umtiti, Nacho Fernandes und Sergio Ramos, Leute. Was sind wahrscheinlich mit Llorente die 4 Spieler, die einen Tots bekommen werden? Wir schauen mal. Sergio Ramos, come on, Nacho. Fernandes, oh, der hat sich, ganz ehrlich, Nacho hat sich so einen kranken Team of the Season verdient, Mann. Wir haben sogar den 86er, den Highest Rated.
Nacho hat ja schon drei Informs, glaube ich, ne? Drei, oder? Zwei oder drei? Ich meine sogar drei. Wir schauen mal kurz. Ne, zwei. Ne, vier. Ne, zwei nur. Okay. Aber trotzdem, Mann. Der hat sich auf jeden Fall ein Team of the Season verdient. Und er wird, denke ich mal, auch einen bekommen. Wir nehmen hier den... Ja, für 168, Junge, wie teuer ist der eigentlich, Alter? Komplett, wie ich immer sage, der billige Sergio Ramos. Wir kommen zur letzten Position und ich muss sagen, Linksverteidiger, da wird es gefühlt wahrscheinlich, ja, wie jedes Jahr, wie glaube ich die letzten drei oder vier Jahre immer, nur zwei Spieler geben. Erstens, Jordi Alba, zweitens, natürlich, Marcelo. Also, wir schauen mal, wer wird es, Marcelo oder Jordi Alba? Es wird's. Erstmal Gareth Bale. Okay, Gareth Bale wird auf jeden Fall keinen Linksverteidiger-Tots bekommen. Ich habe das schon mal gesagt, Mann. Der war jetzt gegen Ende der Saison, der war am Anfang die ganze Zeit verletzt, aber gegen Ende der Saison wurde er wieder richtig gut. Vielleicht kriegt er doch noch irgendwie ein Team of the Season. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Hat ja letztes Jahr keinen gehabt. Aber kein Jordi Alba, kein Marcelo. Und dann ist hier Jordi Alba. Okay, das war klar. Also wie gesagt, Jordi Alba und Marcelo. Die werden beide hundertprozentig... Pff, was ist hier los? Viermal hintereinander. Team of the Marcelo. Aber wir haben als ersten Spieler Jordi Alba. Das heißt, Jordi Alba wird der letzte Spieler unseres Teams. Und dann ist das La Liga Tots fertig. Wir starten ins Spiel. Ich hole kurz Jordi Alba. Und wir müssen natürlich gewinnen, denn sonst müssen wir dieses Team abstoßen. Ab geht's. Und da ist unser Gegner. Und das ist sein Team. Oh, scheiße, Alter. Blanc hat der... Oh Mann, Alter. Blanc, Baby-Icon, zwei Foot-Birthday-Karten. Boah, ey, dieser Kouyaté. Ne, warte mal, doch, wie heißt der? Kouyaté, ne? Alter, Walcon Kouyaté, die haben beide über 80 Tempo. Aber wir haben Messi, Leute, der ist schneller, Mann. Ab geht's. So, jetzt schauen wir doch mal, was hier mit Messi geht. Finesse-Schüsse darf man nicht zulassen, ja. Ich wusste schon vorher, der wird drin sein. Lionel Messi. Den Typen darf man einfach keinen Finesse-Schuss machen lassen. Und deswegen hat der Typ auch ein Team of the Season verdient, Mann. Das sieht man hier schon wieder. Absolut geiles Ding hier. Das Dribbling, der Abschluss. Perfekt. Was? Das wollte ich gar nicht so spielen. Aber, ja, obwohl. War auch nicht schlecht, ne? War auch nicht schlecht. Warum nimmst du den Ball an? Ich hab doch direkt schießen gedrückt. Aber Isco hat den auch mit 3000 km abgeballert. Den konnte man, glaube ich, kaum direkt nehmen. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler und was ist das hier für ein Abschluss, Junge? Dieser Messi, Mann, der Typ ist einfach, der ist einfach unglaublich, Alter, was war's? Der kam mit 3000 km, Junge, wie hat der den genommen, Alter? Einfach direkt genommen und dann so ein Abschluss. Boah, da oben ist er ganz frei, ne? Da oben war der eigentlich ganz frei, Mann. Ah, was war das denn für ein Pass? Da haben wir Glück gehabt, dass der nochmal wieder ankommt. Ey, Schiri, da gibt uns auch einen Ellbogen-Check hier, Mensch, ey. Ist ja asozial, Kollege. Junge, hier sind zu viele Leute. Lasst doch mal alle mein Messi in Ruhe, Mann. Hier sind zu viele Leute. Verpisst euch. Ey, die doppeln mich die ganze Zeit. Was ist das? Nein. Ach. Drei Junge aus dem Nichts. Sterling. War es überhaupt Sterling? Ja, es war Sterling, Alter. Scheiße, Mann. 2-1. Aber hat der Gegner sich verdient. Ah, Messi, Mann, Alter. 3-1. So muss es sein. Dreierpack Lionel Messi, Mann. Schön, ey. So muss es sein, Mann. Ganz kurz mal wieder ernst gemacht, dann führen wir auch schon wieder. Torwart. Ey, was ist das? Was ist mit diesem Sterling los, Mann? 3-2. Er eskaliert komplett, Alter. Scheißdreck, Junge. Nein, Digga. Nein, ey. Blanc, 3-3. Ich glaub's nicht, Mann. Was ist das? Abseits, oder? Es war kein Abseits. Es war kein Abseits. Es war kein Abseits! 4-3, Mann! Ja, Mann, Alter! Was? Mit dem 4-3 in den 87. Boah, Alter, jetzt war ich nur mal nervös, ey. Junge, das Team, wir dürfen nicht verlieren, sonst müssen wir das Team abstoßen. Nach 3-0-Führung kam der Gegner nochmal so gut zurück, Mann. Respekt auf jeden Fall. Aber es ist schon verdient, wenn wir es hier gewinnen. Komm, wir müssen es über die Zeit bringen, Mann. Und das war's, Leute. Der Gegner bricht ab. Ich glaub's nicht, ey. In der 90. Jetzt hätte er zu Ende spielen können, Leute. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Es war schwer, Mann. Es war schwer gegen ihn, aber wir haben es gewonnen, Leute. Also, lasst ein Like da. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr das Ganze öfters sehen wollt. Checkt jetzt noch meinen Shop aus, falls ihr Bock habt. Auf die Nice Hoodies in schwarz, in weiß gibt es den auch noch. Und natürlich noch viele weitere Sachen, wie die Camouflage. Die sind allen vier Farben, rot, blau, grün und natürlich auch in orange. Und wie immer, gratis Autogrammkarte, Leute. Ihr wisst Bescheid zu jeder Bestellung dazu. Von mir persönlich unterschrieben und Autogrammaktion läuft weiterhin. 5 Autogrammkarten sind hinten mit einem Smiley oder E-Mail-Adresse versehen. Wenn ihr eine dieser 5 Autogrammkarten zufällig bei eurer Bestellung dabei habt, meldet euch bei der E-Mail-Adresse und ich schicke euch dann auf meinen Nacken noch ein Paket aus meinem Shop zu mit T-Shirt, Hoodie und Turnbeutel. Größe und Farbe könnt ihr aussuchen. Also, falls ihr euch noch was holen wollt, Link ist unten im Beschreibung zu. Haut rein und ciao!